So, wir sind heute. Nein, Quatsch. Wir sind heute mit der Jungsgruppe im Maislabyrinth. Und ich bin mal gespannt, ob, wenn die Sonne untergeht, wir noch komplett sind. Nein! Und natürlich Desinfektion und Abstand halten. Gleich geht's los. So, und hier gibt's anscheinend Stationen, da bin ich gespannt. Ist übrigens das. Laber mir nicht ins Video. Genau. Ist übrigens das Maislabyrinth in Mardorf, Ebstorfer Grund. Die haben sie bestimmt bei IKEA geklaut, wette ich mit dir. Habt ihr diesen Stephen King Film gesehen mit dem Maislabyrinth? Bist du da was mit Daniel oder mit mir? Ich weiß nicht, gehst du links, gehst du rechts, mir egal. Okay. Das Schöne ist, der Mais ist jetzt schön groß. Und ja, das macht Spaß. Ja, das Labyrinth ist mittlerweile richtig dicht gewachsen und es hat noch bis Anfang Oktober auf. Da sind sie! Hat die wirklich schon alle? Da waren zumindest schon am Ausgang. Habt ihr schon alle? Wir waren am Ausgang und haben die. Wir haben drei. Vier und fünf. Wir haben alle anderen. Die bescheuert. Geil. Ah, das haben wir uns echt gedacht, dass ihr die anderen habt, weil ihr genau in die andere Richtung seid. War super. Das heißt, kooperativ sind wir fertig. Nein, ich will die anderen finden. So, nein, wir spielen hier fair. Ja, jetzt kommen die an. Danke, Tobi! Woo! Nein! Komm! Nein! So, wir waren jetzt schon einmal beim Ausgang, aber wir haben die ganzen Codes nicht. Einer fehlt uns noch. Ein Code fehlt uns noch. Und wenn wir den haben, gehen wir wieder zum Ausgang und dann haben wir hoffentlich gewonnen gegen die anderen. Ja, wir sind hier im Maislabyrinth in Mardorf. Und ja, ich habe die anderen verloren. Aber wir haben noch 2 Stunden Zeit, bis die Sonne untergeht. Ich glaube, wir werden es schaffen. 2 hours later. Wir sind jetzt schon 5 Stunden unterwegs im Labyrinth. Und so langsam aber sicher werden die Beine schwach. Durst, Hunger. Mal gucken, ob wir es vor Sonnenuntergang hier raus schaffen. Panik macht sich breit. Die Gruppe wird leicht aggressiv. Das liegt am Wassermangel. Das liegt am Wassermangel. So, wir haben alle Codes und wir haben den Weg zum Ausgang gefunden. Da sind die Codes. Und jetzt geht's wieder zum Ausgang. Und ich glaube, damit haben wir gewonnen gegen Tobi und Daniel. Ausgang! Woo! Und da ist die Amöneburg. Bitte lächeln!